So, hallo Lieben, hier ist Christian Schemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach. Haben wir auch hier in der Nähe von München. Schaut gerne mal meine aktuellen Kurse rein. Die Dauerbrenner sind übrigens immer wieder meine Module. Liebeskummer, Umprogrammierung, Liebeschips, Selbstliebe und Bindungsangst. Achso, die sogenannten Hauptmodule. Schau einfach gerne mal vorbei. Und heute haben wir das gute Laune Thema, ja, mal wieder so eine Beziehungs Einschätzung und du kannst mir auch solche E-Mails schicken. Ich meine, ich beantworte immer nur so einen Teil über ein Formular auf liebeschipp.de. Also, ja, wie soll man das Thema mal nennen? Ach, ist wieder einfach so eine typische absurde Beziehung. Muss mal gucken. Ihr seht ja am Titel, worum es geht. Ist halt auch klassische Mail, wobei immer wieder neue witzige Sachen drin sind. Also in dieser auch tatsächlich. Ja, fangen wir einfach mal an. Hallo Christian, vielen Dank für deine Videos. Die helfen mir sehr weiter. Mein Name ist Lorena, keine Russin, Italienerin. Ach du liebe Zeit. Deine Bücher habe ich mir vor kurzem gekauft und bin fleißig am Lesen. Ich würde gerne deine Einschätzungswissen, würde mich über einen Vlog zu meiner Nachricht freuen. Mein Buch ist übrigens schon bei Amazon vorbestellbar. Mein drittes, obwohl noch nicht fertig geschrieben. Sehr lustig. Könnt ihr mal Hemmschemeier googeln, dann findet ihr das. Mein Ex in den 30ern und ich in den 30ern sind vor 3 Jahren zusammengekommen, haben uns beim Tennisspielen kennengelernt. Er hat mir gleich am Anfang versprochen, er würde der Mann sein, der mich glücklich macht. Also das ist schon gleich so, ey. Oh. Warum? Ich weiß, es ist immer so, es weiß doch keiner. Und das ist so, immer wenn Sachen so sind wie in so einem Hollywood-Film oder wie bei Rosamunde Pilcher, würde ich schon total misstrauisch werden. Was soll so eine Aussage? Also das ist einfach so ein Lovebombing pur schon wieder. Die Anfangszeit war sehr verrückt. Er war auf der einen Seite sehr liebevoll, auf der anderen Seite hat er mich am Anfang oft beleidigt. Wo sind deine fucking Standards? Ich weiß nicht, ob du neu bist hier. Makel an meinem Körper, mich nach jedem Streit vor die Tür gestellt, mich nie angerufen, mehr Zeit mit Freunden als mit mir verbracht. Warum willst du diesen Typen daten? Warum hast du ihn? Ich meine, es ist jetzt so ein bisschen, um dich wach zu rütteln. Ich weiß natürlich, wie man da reinkommt, aber das ist genau, was ich immer wieder sage. Keine Standards, keine Dealbreaker. Findest du mal in Modul 1. Aber egal. Es ist einfach eins der ersten Zeichen von toxischen Beziehungen. Ist immer Kritik, Kritik, Kritik. Also dann lauft so schnell ihr fucking könnt. Wirklich, das ist einfach ein Irrsinn. Also das sind jetzt schon 3 Dealbreaker aus meiner Sicht. Kritik, vor die Tür gestellt, nicht angerufen. Das sind eigentlich 4. Mehr Zeit mit Freunden als mit mir verbracht. Warum? Braucht kein Mensch. Da musst du gucken, wo deine Anziehungspunkte sind. Warum machst du das, ne? Aber gut, er hat mich auch nie ausgeführt. Ich weiß, eine Menge Red Flags, aber was soll ich sagen, bin da geblieben. Es wurde besser mit der Zeit, bis auf, dass ich immer die Nummer 2 war nach seinen Freunden also. Und nach einem Jahr bin ich zu ihm gezogen. Warum? An sich lief die Beziehung auch, bis auf, dass er mir zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht gesagt hatte, dass er mich liebt. Nächste Red Flag. Oh Mann, ist eine richtige Parade wieder. Wir unternahmen kaum was. Er war eher geizig, nächste Red Flag, und bevorzugte seine Freunde weiterhin. In seinem Alter sollte man doch mehr erwarten als einen Partner, der ständig mit seinen Freunden im Park rumhängt. Leute, es gibt alles. Es gibt einfach so viele Menschen, die total kaputt sind. Sage ich jetzt mal so ganz allgemein. Bindungsprobleme haben, alle möglichen anderen Probleme haben, da kommt noch Corona obendrauf. Ja, komm, ja, ja. Katzen-Content. Jo. Das ist so ein bisschen videogeil hier, die Katze. Hand, oh, ja, das muss erstmal gestreichelt werden, ne? Ja. Ja, jetzt wird das Mikrofon gleich noch abgelegt. Okay. Da ich immer allein geschlafen gegangen bin, entweder weil er draußen war oder gezockt hat. Ich meine, er kann das alles machen, aber warum willst du mit dem unbedingt zusammen sein, ne? In seinem Alter, also jetzt hatten wir schon, ich habe sehr oft mit ihm gesprochen, es hat sich nicht so nur kurzzeitig gebessert. Gut, das kennen wir ja alles von solchen Beziehungen.
Ich bin dann schließlich ausgezogen, erst zu meinen Eltern, bis ich eine Wohnung habe. Er hat nicht gekämpft, nur ab und zu rumgejammert. Seit unserer Trennung ist es ein Auf und Ab, durchgehend Kontakt. Ich bin jedes Mal zu ihm gefahren und haben auch sehr oft und wir haben uns auch sehr oft gesehen, hatten mehr oder weniger eine Freundschaft plus, nie Freundschaft plus Einwilligung. Das ist ja genau, was er will, so, ne? Schön jemand zum V-Sternchen, Sternchen, Sternchen und bloß kein Commitment irgendwie. Seit unserer Trennung ist es ein Auf und Ab, du musst da auf null Kontakt gehen. Die hatten wir auch schon. Sorry, die Katze rührt mich ganz durcheinander hier. So, ich wollte eigentlich keine Freundschaft plus, er hat mir aber durchgehend Hoffnung gemacht. Das ist Future Faking. Guck ihm eine Kurse rein. Um mir dann wieder Vorwürfe zu machen, er braucht Zeit und so weiter. Er sagte immer, mir reichen 2 Tage die Woche. Ich sagte, das wäre eine Fernbeziehung für mich und zu wenig. Das wäre zum Beispiel ein Standard. Gerade nachdem man zusammen gewohnt hat. Also Leute, ich muss sowieso sagen, so Beziehungen abbauen, das geht eigentlich immer schief. Also wenn man, solange man eine Beziehung aufbaut, ist alles gut. Aber wenn man erstmal anfängt auszuziehen, das ist sowieso das ist so der Todesstern über der Beziehung. So. Neben all den anderen 20 Problemen, die wir hier haben. So, ich habe mich immer wieder distanziert und ihm Raum gegeben. Irgendwann hat er sich gemeldet und es ging wieder auf Sex hinaus. Leute, er hat noch alle Fotos in der Wohnung und an der Klingel steht noch mein Name. Vor 2 Wochen habe ich ihn zuletzt gesehen. Wir waren bei seinen Eltern essen. Warum gehst du noch zu seinen Eltern? Ihr habt eine fucking Freundschaft plus. Das hat er gar nicht verdient. Ey. Am Abend wollte er Nacktbilder von mir und meinen getragenen Slip. Es ist so, also das ist mal wirklich eine neue Wendung hier in der Mail. Alter Verwalter, es ist einfach krass, ey. Okay, muss ich erstmal wieder beruhigen hier. Wollte er jetzt Bilder von deinem getragenen Slip oder wollte er den getragenen Slip? Ich hoffe, du hast ihm nichts geschickt. Also schickt sowieso, ich würde sowieso sagen, schickt nie Nacktbilder, es sei denn, ihr seid mit jemand x Jahre zusammen und selbst dann, man weiß nie, wo die landen, ey. Aber es scheint ja heutzutage irgendwie sehr in zu sein, so. So, kannst du dich jetzt mal irgendwie ein bisschen beruhigen? Ich war total geschockt. Ich sagte nein. Später sagte er, er würde sich freuen, wenn wir Weihnachten zusammen verbringen. Ja, für ein bisschen Langeweile-Sex wahrscheinlich. Ich schrieb ihm am Tag danach, dass ich mich das alles sehr verwirrt hat. Er sagte, ihn hätte es auch verwirrt. Aber es hätte nichts an seiner Einstellung geändert, dass er Zeit für sich braucht. Ja, also du bist jetzt die Freundschaft Plus, ne? Wobei, ihr habt keine Freundschaft, du bist einfach nur das Plus. Und es aktuell nicht kann. Ich habe für alles Verständnis. Warum hast du dafür Verständnis? Da musst du wirklich mal auf die Suche gehen. Aber er geht keinen einzigen Kompromiss an. Ich musste nach seiner Pfeife tanzen. Du musst einen Scheiß. Du kannst dir einfach einen der anderen 4 Milliarden Männer holen. Ich bin selbst schuld, weil man auf Abruf bereit. Aber jetzt wird er nichts mehr von mir hören. Das Ganze macht mich verrückt. Ich werde mich nicht mehr melden, habe alles gelöscht. Also ich meine, ich verstehe das alles, wie das kommt. Findest du ja auch genug hier auf dem Kanal, vor allen Dingen in den Kursen. Aber so dürfte dir, glaube ich, klar sein, dass es einfach eine Irrsinnsbeziehung ist. Typische Krümelbeziehung, typische toxische Beziehung. Und ja, es ist einfach, was auch immer mit ihm ist, aber dass das einfach Quark ist. Ne? Klar, es gibt jetzt noch viel schlimmere toxische Beziehungen, aber es, ja, wird das schon so sehen. Vor allen Dingen, wenn man sieht, wie es dir geht. Seine Ambivalenz ist unerträglich. Ich kann gar nicht einschätzen, ob es noch Bindungsangst ist oder ob er keine Gefühle mehr für mich hat. Es ist, wie ich schon immer gesagt habe, seit Jahren, es ist einfach komplett egal. Fakt ist, dass er nicht so verliebt in dich ist, dass er sich um dich bemüht. Vielleicht kann er das einfach nicht. Vielleicht ist es Bindungsangst, wen interessiert es. Mach deine eigene Liste auf, was du dir wünschst in der Beziehung. Arbeit am Liebeskummer. Hol dich da raus, geh auf null Kontakt und sie gucken, arbeite an deiner, ja, was soll man das sagen, Co-Abhängigkeit, arbeite an dieser mangelnden Selbstliebe, würde ich mal sagen. Ne? Warum sagst du da überall zu ja?
No Contact, alles gelöscht. Mich gibt es nur ganz oder gar nicht. Ja, ein kleiner Mündigfunken Hoffnung ist noch in mir, obwohl ich alles besser weiß. Siehst du es alles auch so? Also ich sehe da keinen Mündigfunken, aber sonst nicht auch alles so. PS, deine Mutter, bla bla bla, interessiert niemand. Ich bin durch diese 3 Jahre ein Pluspol geworden. Ich vermute mal, dass du schon vorher warst, aber jetzt bist du wahrscheinlich nochmal richtig reingestoßen worden. Oh, jetzt habe ich hier 1000 Katzenhaare in der Nase. Aber meine Kindheit auf, das rührt daher, dass mir das so gefallen zu lassen. Also ich habe es mir so verstanden, dass du Kindheit aufarbeitest, um zu gucken, warum lässt dir das so gefallen. Sehr gute Idee. Was sagt denn Mimi dazu? Mimi, sag mal was auf Katzerich. Mimi ist irgendwie hyperaktiv heute. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.